Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play No Man's Sky hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. So, wir sind ja jetzt bei unserem Frachter angelangt. Wir sollen jetzt mit dem Navigator reden und das machen wir jetzt auch, würde ich vorschlagen. Okay. Baue eine Basis in den Frachter. Da oben oder was? Ne, da hinten. Ne, Quatsch, das ist hier irgendwo, ne? Hier oben irgendwo. Oder auch nicht? Doch, hier irgendwo muss es sein. Warte kurz. Baue einen Flottenkommandoraum. Okay. Aber das ist nicht hier. Hier ist falsch. Ein Raumschiff. Warte mal kurz. Da muss ich nochmal schnell schauen. Wo baue ich denn den hin? Ach, hier. Ah. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Ist ja riesig hier. Was ist denn hier? Okay. Ich bin gerade total begeistert, aber ich habe gerade keinen Dunst, was ich hier anfangen soll mit dem Zeug. Also, wir brauchen, um einen flotten Kommandoraum zu bauen, Gold und Tritium. Haben wir irgendwo noch Gold? Und Tritium vor allen Dingen? Nein. Silber. Sprengdrohnen. Gatten-Upgrade, okay. Eine Warpzelle für den Frachter, okay. Aber wir haben selber gar keinen Impulsantrieb mehr. Was? Okay, also warte mal. Jetzt lassen wir mal ganz kurz noch einen Plan machen. Großer Frachtraum. Frachterkorridor. Wir brauchen für alles Tritium. Ja, den würde ich ja irgendwo hier vorne noch mit hinmachen, ne, wenn das geht. Okay, wir brauchen Tritium. Das heißt, wir sollten jetzt erstmal Tritium holen und Gold vielleicht noch. Dazu brauchen wir aber auf jeden Fall einen freien Cargo. Lass mal schnell schauen. Was habe ich denn im Exo-Anzug noch? Da habe ich noch viel Platz. Geht nicht, okay. Einen freien Platz hätte ich noch. Okay. Gag-Relikte und so Zeug, das ist okay, aber ist jetzt nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle.
So, machen wir das mal so. Und den Schlüssel tun wir auch noch irgendwo hier hin. Dann habe ich das jetzt frei, um damit jetzt was einsammeln zu können. Das ist so die Idee gerade dahinter, dass wir jetzt mal Tritium sammeln, wie blöde. Weil wir es halt auch echt brauchen. Habe ich hier irgendwo ein Asteroidenfeld? Nee, ne? Doch hier unten. Jawohl. Haufenweise Silber gibt's hier. Gold. Noch mehr Silber. Tritium. Platin? So, ich hole jetzt einfach mal Tritium und dann füllen wir diesen Auftrag mal aus. Und wenn wir noch Gold finden, noch umso besser. So. Schießen wir uns jetzt mal wieder Richtung Frachter zurück. Wir haben ja schon ein bisschen was gefarmt jetzt. Ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass das hier jetzt nicht zwingend gerade der das Frachtschiff des Jahrhunderts werden wird. Komm jetzt aber. Aber wenigstens ein bisschen was kriegen wir damit. Gut. Okay, Exo-Anzug. Sauerstoff. Silber packen wir mal ins Raumschiff. Das sind so Sachen, die kann ich halt echt einfach mal verkaufen, ne? Okay, die drei sollten ja reichen. Wir brauchen Tritium, Gold und was anderes haben wir ja noch, glaube ich. Gut. Eine Basis? Ja. Ne, ist eine Basis. Meine Basis und eine Basis. Gut. Genau, hier oben sind wir in meinem Basisbereich. Das ist das Basissegment, was ich eigentlich wollte. Und jetzt würde ich gerne hier eben unseren Flottenraum aufbauen.
Flottenkommandoraum. Okay. Geschafft! Hauptprofil zeigt eine verfügbare Unterstützungsfregatte. Fregatte zeigt, dass sie keine Fregattentreibstoff-Baupläne-Daten runterladen. Fregattentreibstoff erhalten. 50 Tonnen. Okay. Was war jetzt die Aufgabe? Schenke eine Expedition. Sprich mit dem Navigator. Okay. Oh, das ist ja cool gemacht jetzt hier so mit der Base-Building auch. Hi. Bester, okay. Dauer ausgeglichene Entdeckungsreise. Ich würde irgendwas Ruhm von, okay. Schiff zuweisen. Schicken wir beide mit, oder? Die zwei. Drohnen speisen wir zu. Nötiger Treibstoff, 100 Tonnen. Station der Galaktischen Kommission? Was? Okay. Das machen wir auf jeden Fall. Einzigartige Reaktoren. Jawohl! Mit den Naniten machen wir uns dicke im Geschäft, oder? Gibt's da noch mehr? Okay, das ist unsere Tagesmission. Warp-Antrieb einschalten. Ach, mit der ganzen Fregatte jetzt. Ah, da ist ja unsere. Ah, okay. Ich sehe schon. Herz der Galaxie. Aktuelle Mission. Atlas-Station. Die nächste Atlas-Station ist hier ganz schön weit weg. Okay, was ist das hier für ein System? Hier sind auf jeden Fall ein Haufen Planeten drin. Gex leben hier. Das geht aber auch nicht, weil wir keinen Sprit hier drin haben. Okay, alles klar. Was sagt der Chef hier? Okay, Frachterinventar haben wir da. Hier hätten wir noch Mikroprozessoren, sehe ich gerade. Warte mal ganz kurz. Wir haben hier noch einen freien Slot. Den kaufen wir natürlich. Der hat eine halbe Million gekostet, aber hey. Den Treibstoff. Den lassen wir hier. Den Schlüssel schmeißen wir weg. Komm. So, Navigationsdaten. Unsere Impulsdüse ist immer noch alle, aber wir können nochmal nachtanken. Und wir brauchen Raumschiff-Treibstoff. Die Wasserstoffe brauchen wir hierfür. Warpzelle brauchen wir Antimaterie. Und das brauchen wir auch. Metallplatten sollten wir mal herstellen. Und dafür brauchen wir Ferritstaub. Den haben wir, glaube ich, aber wirklich nicht. Okay, das müssen wir auch mal. Okay, pass auf, wir machen jetzt Folgendes, wir müssen mal wieder auf den Planeten runter. Am besten einen, den wir noch nicht kennen. Weil wir brauchen auch Ferrit und so Zeugs. Und da das jetzt hier in 3 Stunden angeblich dauern soll, bis das hier mal fertig ist, machen wir das auch. Das ist so die Idee des Ganzen. Ich komme mir irgendwie gerade so langsam vor. Den haben wir schon entdeckt. Genau, den haben wir, glaube ich, noch nicht entdeckt. Das war doch der, der so im Eimer war. Reines Ferrit. Einsamer Planet. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir alles haben. Die Schubdüse, also wir brauchen tatsächlich, um den herzustellen, weiß ich nicht, ob das reicht. Beides geil aus, ne?
Aber ich glaube, das wird super. Ich kann mir das vorstellen, dass es richtig schön aussieht oder dass wir da richtig geil runterlanden können. Wir müssen halt bloß die Schubdüse laden können. Wir können hier Antimaterie herstellen. Und dafür brauchen wir die Wasserstoffe. Lebenserhaltung. Finde ich gut. Das Kupfer ist ja wichtig und reines Ferrit ist auch wichtig. Und vielleicht gibt es da tatsächlich auf dem einsamen Planeten auch Tiere. Wäre ja auch geil. Mal tiefer. Ganz schöne Knutkugel hier, das Ding. Ich denke mal, das meiste wird sich hier unterirdisch abspielen. Hier gibt es auch anderes Zeug. Schaut interessant hier aus. Wir landen hier mal. Gucken wir mal. Friedlich, geringe Alarmstufe, okay. Kupfer. Kupfer. Alles Kupfer. Ganz schön traurig hier alles irgendwie. Ist alles Ferrit oder was? Ja gut, das kriegen wir hin. Bloß wo kriegen wir mal so viel Ferritstaub? Und vor allem so schnell. Wobei meine Hoffnung, dass wir hier Tiere finden, ist auch irgendwie sehr gering, glaube ich. Lebenserhaltung muss ich mal ganz kurz auftanken. Packen wir meinen Frachter rein, da haben wir keinen Platz mehr für. So, machen wir das mal so. Die Navigationsdaten müssen wir unbedingt loswerden. Das kriegen wir schon, meine Lieben, in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, habt eine tolle Zeit. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Und ich mache hier nochmal ein Foto.
Weil das schaut ja einfach mal abgrundtief geil aus, oder? Hier im Nirgendwo. Ach, herrlich. Mag ich gerne. Wir sehen uns nächste Folge, wie gesagt, wenn ihr Lust habt. Und, Handelsposten, oh geil. Ja, ich bin noch ein bisschen total begeistert. Und bleib hier noch ein bisschen, ne? Und bis dahin, gehabt euch wohl. Macht keinen Blödsinn. Euer Zwerg auf Zwergtube. Tschüss.